Das war ein Regenerationsläufchen. So, herzlich willkommen zu einem neuen Workout. Du siehst hier das Pfeilchen über mir. Ich habe dieses Workout bei einem unserer Gruppentrainings aufgezeichnet in München, in Sendling. War eine sehr, sehr, sehr geile Einheit. Wir hatten über 20 Leute da. Und ja, ich kann dir nur empfehlen, geh zu den Gruppentrainings. Lass dich motivieren, lass dich mitreißen. Erreicht deine Ziele und du wirst sehen, dass es in der Gruppe live tatsächlich auch noch viel, viel, viel besser geht. Nach den Burpees, also du siehst jetzt hier vom Hades die letzte dritte Runde. Die letzte dritte Runde fängt auch mit Burpees an, da hast du ein paar gesehen. Jetzt bin ich bei den Klimmzügen, beziehungsweise mache ich hier gekippte Klimmzüge. Zu den Klimmzugvarianten, wenn du noch keine schaffst, werde ich auch nächste Woche ein Video online stellen. Was kannst du machen? Wie kannst du Klimmzüge machen? Was gibt es da für unterschiedliche Techniken? Wenn du noch keine Klimmzüge schaffst, was machst du da? Kommt nächste Woche. Jetzt hier der Sprung wieder nach den Klimmzügen zu den Liegestützen. Da sind auch ein paar dabei. Also lass dich, bitte wundere dich nicht. Dieses Hades Workout ist auf jeden Fall abgekürzt. Ich habe hier ein paar Schnitte gemacht, weil ich glaube und denke und hoffe, dass du nicht so viel Zeit jetzt hier vor dem Rechner verbringen magst und hier irgendwie nicht dir den 20, 30 Minuten Workout angucken magst, sondern lieber selber rausgehst. Hör dir lieber einfach nur an, was wir hier so getrieben haben, was ich zu sagen habe, wie ich dich motivieren kann, und nutze das, um selber auch was zu machen. Wir sind jetzt am Ende der zweiten Runde, also. Ja, Dennis hier im Vordergrund, der gerade gesprochen hat, ganz fleißig. Er hatte Mördermuskelkater. Ich glaube, das war eins seiner ersten ganzen Workouts, die er gemacht hat. Er hat sich bitterböse und richtig geil durchgekämpft. Er hat wirklich mit starken Muskelkater gekämpft. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte auch einen. Und ja, eine coole Gruppe. Also Dennis jetzt hier rechts im Bild und Felix links im Bild, der immer wieder auftaucht mit der blauen Hose. Die haben zusammen mit mir das Hades Workout gemacht. Und war auf jeden Fall eine sehr geile Sache, und auch ich hätte ohne die zwei Jungs niemals so eine Zeit hingelegt. Ich hatte die ersten zwei Runden auf jeden Fall mir noch ein bisschen mehr Zeit gelassen, dass ich halt wirklich auch ganz bewusst auf meine Technik achte, dass ich diese Burpees sauber ausführe, mit den Füßen nah genug wieder an meine Hände ranspringe. Das ist so meine Technik für die Burpees, um auch langfristig Erfolg zu haben. Und ja, in der letzten Runde, also in dieser hier, habe ich wirklich auch nochmal versucht, ein bisschen auch aufs Gas zu drücken, um dann auch eine schöne Zeit natürlich auch zu haben. Wobei das mir bei diesem ersten Versuch eher unwichtiger war. Ja, und hier an dieser Stelle hinter mir am Versoframe siehst du jetzt den Tom. Er ist ein regelmäßiger Teilnehmer. Ich glaube, der war bis jetzt bei jedem Training bei uns in Sendling dabei. Echt ganz, ganz große Hochachtung und Hut ab vor deiner Leistung, mein Freund. Ich freue mich jedes Mal, wenn du da bist. Ich staune einfach darüber, wie du aus uns da quasi deine Motivation rausziehst. Er ist jetzt, glaube ich, diese Woche in der 14. Coach-Woche. Das heißt, er hat nur noch nächste Woche, dann ist er mit dem ersten Coach durch. Und wirklich getreu nach dem Motto, schau ihn dir hier an. Wenn er das kann, dann kannst du das auch. Geh raus, find ein paar Leute, connecte mit uns, connecte mit mir auf Facebook, mit dem Tom bestimmt auch ganz gerne. Hey, if he can do it, you can do it. Nochmal drücken, nochmal drücken. Und ja, also ich freue mich auf die nächste Einheit, Tom. Und hier bin ich jetzt im Ziel. Nach dem letzten 2x40 Meter Sprint hat es mich auch in der rechten Wade ein bisschen erwischt. Ich habe dann irgendwie auch einen leichten Krampf gehabt. Ich liege da wie so ein Maulwurf. Sehr, sehr, sehr lustig. Also das sind sozusagen die Impressionen aus dem Training, was wir in Sendling gemacht haben. Und weiter, Mädels, kommt! Natürlich bleibt jeder so lange er kann, wenn möglich bis zum Schluss. Wir motivieren uns gegenseitig. Wir sind eine kleine Family. Das macht unglaublich viel Spaß. Und ja, ich freue mich auf alles, was dann noch passiert und wie sich das alles so entwickelt in unserer Community. Du siehst jetzt auch hier, Dennis ist auch in seiner letzten Runde. Und Dennis verwendet eben so ein Powerband. Ich kann hier unten in die Videobeschreibung mal einen Link packen, was ich dir empfehlen kann. Dennis macht an dem Powerband die Klimmzüge.
Das Powerband unterstützt ihn dabei natürlich ein bisschen, es zieht ihn nach oben. Nichtsdestotrotz arbeitest du halt natürlich viel aus dem Rücken und mit viel, viel Kraft eben auch. Und das ist zum Beispiel eine Variante, die du machen kannst, wenn du keine Klimmzüge freischaffst. So, hier feuere ich nochmal die Gruppe kräftig an. Hier das Finish. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch. Schreib mir sehr gerne in die Kommentare, ob du solche Videos in Zukunft gerne noch sehen möchtest, ob sie dir einen Mehrwert bringen. Ich finde das, glaube ich, sehr gut. Mir macht es super viel Spaß, solche Sachen zu drehen. Gib mir gerne auch einen Daumen hoch für dieses Video. Abonnier den Kanal, damit du keine Videos verpasst. Und bis bald. Also die erste Runde Hades habe ich leider verpennt aufzunehmen. Dafür die zweite und die dritte. Dennis ist immer noch fleißig am Pumpen. Mein erstes Hades war 19:31. Not bad. Komm Dennis, du Sack! Yes! Ah, ihr macht doch mal eine Aphrodite oder was? Habt ihr noch nicht genug? Jawohl! Und auf geht's, gib ihm! Jeppa! Sehr gut! Yes, Tom, auf die! Wie viel hast du noch? 5 noch? Ja. Ja, Mann. Eine ganze Runde. Eine ganze Runde noch. Yes, beiß dich durch, Freund!